Unterwegs, präsentiert von Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung mit der Sendung «Unterwegs». Ja, es ist morgen früh und wir sind in Zürenberg auf der Alp Wittmoos. Nach einem langen Alpsommer heisst es jetzt wieder zurück ins Tal auf Schöpfheim und das mit über 50 Kühen. Und die müssen natürlich das erste Mal parat gemacht werden für den Alpabzug. Der Entlebucher Alpabzug findet jedes Jahr Ende September statt. An diesem Tag bringen 7 verschiedene Alpen ihre Kühe zurück ins Tal. Zu der Tradition gehören dabei die grossen Glocken, die die Tiere bekommen. Im Stall herrscht schon eine ganz besondere Atmosphäre. Die Kühe die scheinen genau zu wissen, was heute passiert. Chef im Stall ist Adrian Emmenegger. Er packt auf der Alp von seinen Eltern öfters mit an und weiss vor allem, wenn es um den Alpabzug geht, genau, was wichtig ist. Die letzten Glockengürt werden verteilt, damit man uns auf dem Weg ins Tal dann auch so richtig hört. Ah, da ist er. Guten Morgen, Adrian. Darf ich dich schnell stören? Wie lange bist du schon wach? Ja, seit 4:30. Es sieht aus, als wäre er jetzt gerade eine Glocke am Anlegen für die Kühe. Es geht gleich los. Wir laufen nachher runter. Bis auf Schöpfen spürt man schon gewisse Nervosität. Wenn man jetzt da scheint es eigentlich noch recht ruhig. Ja, also gewisse Nervosität und Anspannung ist schon da. Aber momentan sind wir schon noch ruhig. Also wir wissen, dass wir alles klappen, weil wir haben das schon manches Jahr gemacht. Und von dem her sollte es nicht das Problem sein. Also bei dir die Nervosität noch nicht so da. Wie ist es bei den Tieren? Merken die, wenn man ihnen vielleicht eben die Glocke anlegt, dass es irgendwie jetzt losgeht? Ja, die merken das schon ein paar Tage vorher. Das merkt man, also wenn man vorbereitet tut oder so. Und die wissen auch, was Herbst ist. Und die älteren Kühe, also das geht denen, die stehen schon 2-3 Tage einfach mehr vor dem Haus zu, als sie wissen, dass es jetzt losgeht. Für euch ist das auch eine riesige Tradition mit dem Alpabzug. Was bedeutet euch dieser Tag? Ja, es ist natürlich ein ganz spezieller Tag. Also die Tradition hat jetzt eigentlich zugenommen mit dem Fest, das sie haben, Schöpfen unten. Aber wir laufen eigentlich schon seit laufen wir mit diesen Tieren auf Schöpfen runter. Und das ist sicher ein ganz spezieller Anlass. Was macht es denn aus, den Alpabzug? Weil eigentlich könnte man ja die Kühe einfach in einen Lastwagen reinladen und runterfahren, stelle ich mir vor. Ja, das wäre eigentlich das Einfachste, was man machen könnte und das Ringste. Aber es ist immer ein Stolz vom Alper, sagt man, ein Alpabzug. Und wenn man gesunde Tiere kann, ins Tal bringen und dazu noch viele Leute schauen, ist natürlich ganz speziell. Also ich möchte das heute gerne miterleben. Darf ich mit euch mitlaufen? Sicher. Also dann lasse ich dich jetzt noch schnell fertig arbeiten und dann gehen wir nachher los, oder? Ja, also jetzt legen wir noch fertig anlegen, nehmen etwas zum Morgen und nachher den Schmuck noch anlegen und dann um 8:45 laufen wir los. Perfekt, also lasse ich dich noch. Während die Sonne langsam über den Alp Wittmoos aufgeht, treffen sich alle noch zu einer Stärkung, die das Rösi Emmenegger parat gemacht hat. Schon hier fällt mir die grosse Herzlichkeit in der Runde auf. Die rund 20 Helferinnen und Helfer sind alles Freunde und Bekannte von der Familie Emmenegger. Sogar der Polizist, der bei unserem Alpabzug dann das Schlusslicht macht, ist schon beim Zmörgeln dabei. Und auch die Kleinsten wollen diesen grossen Tag auf keinen Fall verschlafen. Oh ja, das ist. Frage! Dann geht es an den letzten Feinschliff. Die Entlebucher Alpabfahrten sind bekannt für ihre Farbenpracht. Jede Kuh bekommt darum einen Kopfschmuck. Da kann auch ich mit anpacken. Damit die Blumen dann auch bis ins Tal runterheben, muss alles gut angezogen und fixiert werden. Dabei wird mir erst bewusst, wie viel Aufwand in so einem Alpabzug steckt. Allein der Schmuck für die vielen Kühe hat eine riesige Arbeit gegeben.
Cornelia, die ältere Schwester von Adrian, hilft beim Basteln seit Jahren tatkräftig mit. Es ist Mittwoch und der Kuhschmuck noch nichts mehr als eine gefällte Tanne und eine Kiste mit Kunstblumen. In aufwendiger Handarbeit entstehen daraus Bauchgürtel für die Kühe. Ich mache es gerne. Ich arbeite freudig gerne kreativ. Und meine, wenn du nicht Lust hast dazu, dann bringt es ja gar nicht. Dann musst du es auch gar nicht machen. Wäre das eigentlich das Ergebnis? Im Raum nebenan kümmert sich die Mutter Rösi um einen Kopfschmuck. Die Aufteilung mit der Cornelia hat sich im Laufe der Jahre so bewährt. Bauchgürtel selber mache ich gar nicht so gern. Sie macht meistens Bauchgürtel. Ich helfe ihr auch, wenn ich dann an bin mit das. Und ich mache eigentlich nur die Täfeli. Den Kopfschmuck. Ich mache nur den Kopfschmuck. Und ich habe es eben riesen gern bunt. Immer muss es ein bisschen bunt aussehen. Auch schon habe ich wieder einen auseinandergenommen und dachte, ja nein, das ist denn nichts. Und wenn man kann, in einer so einer kurzen Zeit in 10'000 Zuschauern ein Geschenk machen, ist es sicher schön. Die Männer sind in der Zwischenzeit auch am Dekorieren. Und zwar den Eiachser, den sie mitnehmen. Deine alten Bergschuhe. Ja. Ich glaube, die brauche ich heute nicht mehr. Auch die Reicheln werden schon Mitte Woche oben runtergenommen und bereit gemacht. Alle arbeiten Hand in Hand und alles nur für den einen grossen Tag. Das haben wir früher schon gemacht, wo die traditionelle Alpenfahrt noch nicht war. Und das hat eigentlich für uns gelohnt und jetzt eigentlich für beides. Wir machen es sicher mehrheitlich auch für einen selber. Der ganze Aufwand ist aber deutlich grösser geworden. Früher hat man nur gewisse Tiere geschmückt. Heute bedeutet der Leid Bauchgürtel für die 40 Kühe 3 Tage Arbeit. Inzwischen zeigt sich das Wetter auf der Alp wie die Moos von seiner schönsten Seite. Die Kühe sind parat und wir stossen mit Johannisbeerschnaps auf eine erfolgreiche Alpabfahrt an. Dann sagt mir das Rösi noch, dass ich völlig das falsche Outfit anhabe. Ich brauche ein Alplerhemmli, damit man auch weiss, von welcher Alp ich komme. Ich hoffe, es geht. Dann nehmen wir ein anderes. Das Okay, ja. Tipptopp, wie willst du? Kann ich so. Ja. Eben schauen, also, wenn jetzt fühle auch ich mich bereit für den langen Weg ins Tal. Und endlich geht's los. Ja. 23 Kilometer ist es bis zum Hof des Emmeneggers Schöpfheim. Und mir wird schon nach dem ersten Schritt klar, dass das ein strenger Weg wird. Die Kühe, die wollen jetzt nämlich unbedingt ins Winterquartier und legen ein rechtes Tempo vor. Ich mache zusammen mit dem Wald ins Schlusslicht und bekomme die letzten Tipps für den Weg ins Tal. Falls eine Kuh ausbricht, muss ich sofort lossprinten und sie mit meinem Stock wieder zurück in die Gruppe lenken. Das ist aber einfacher gesagt, als es wirklich ist. Und es kommt mir so vor, als hätte eine Kuh genau gemerkt, dass ich eine absolute Anfängerin bin. Jeder Gelegenheit sucht sie nämlich einen Weg zum Ausreissen und ich muss springen. Bei den Leitkuhen und dem Adrian Emmenegger zuvorderst läuft hingegen alles bestens und wir kommen zügig vorwärts. Zürnberg hat es dann auch schon einige Leute am Strassenrand, die unseren Umzug mit Begeisterung verfolgen. Und wir werden von einem aufmerksamen Anwohner sogar mit einem feinen Kaffee versorgt. Nur die Autofahrer müssen heute besonders geduldig sein. Weil wir nämlich mehr oder weniger die ganze Strasse brauchen, können die Autos uns nur ganz selten überholen. Wenn das dann der Fall ist, müssen sich alle Alpler und Helfer besonders konzentrieren, dass die Tiere auf einer Fahrbahn bleiben. Das
Tempo ist unglaublich hoch und immer wieder müssen wir Sprints einlegen, damit uns keine Kuh abhanden kommt. Nach 2,5 Stunden Laufen will Adrian eine kleine Pause einlegen. Fast 50 Kühe auf dem Weg ins Tal anzuhalten, das ist aber nicht so einfach. Zum Glück brauchen aber auch Tiere mal eine Pinkelpause. Walti, jetzt haben wir schnell Pause eingelegt. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz einfach. Die Kühe ziehen ja wie wahnsinnig, hier eine Pause zu machen, oder? Ja, das ist ja so. Ja. Sie sind fast nicht zu ertragen. Ja, die wollen durch. Ja. Aber wir sind zu nahe auf diesem Bauern oder? Und jetzt müssen wir diesen Moment warten. Was hast du das Gefühl, jetzt, die erste Etappe, wir haben glaub, ein bisschen mehr als die Hälfte, jetzt, ich bin schon total kaputt. Wie ist es gelaufen bis jetzt? Sehr gut gelaufen. Nein, wir eigentlich den Tramp gehabt, wir waren nie zu schnell gewesen, unbedingt, aber es ist jetzt einfach so. Ja. Kannst du mir vielleicht erzählen, was ist so ein bisschen die Herausforderung? Ich habe jetzt gemerkt, es ist manchmal total schwierig, wenn die einen Kühe ausbrechen wollen. Auf was muss man sich so ein bisschen achten, wenn ihr jetzt hier die Kühe ins Tal runterführt? Ja, eben, vor allem Gegenverkehr, die Auto, oder, dass sie nicht Kratzer machen oder solches Zeug. Gut, die jemanden eben rausgehen, das ist normal, das sind wir uns gewohnt, die im Team, die wissen genau, welche wo, wo laufen und was machen. Das ist ja, bald alltäglich bei uns. So, ja. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich bin schon kaputt jetzt, vom ersten Teil. Du tust das Enkeltöchterli sogar noch auf den Schultern mittragen. Also ihr seid alle total fit, habe ich gesehen. Ja, wir sind total fit, das ist schon so. Wir sind ganz Sommer auf den Beinen und das haltet. Mama, wir sind zu weg. Jetzt für den letzten Teil und vor allem für ins Dorf rein, was wünschst du dir noch? Ja, so weiterläuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ja, alles schön beieinander bleibt und rund läuft. Ja, das stimmt doch so. Ja. Also, dann gehen wir doch weiter. Wir sind noch ein Zeitchen unterwegs, bis wir die Schöpfheim ankommen. Aber alle freuen sich nach dem langen Alpsommer wieder zurück ins Tal zu kommen. Der Alltag auf so einer Alp ist schliesslich nicht nur Bilderbuchromantik, sondern vor allem richtig streng. Morgen um 5:30 auf der Alp, Wittmoos. Der Toni Emenegger melkt, seit er 13 ist. Verleidet ist Sim noch nie. Viel mehr genießt er die Ruhe und Stimmung im Stall, ganz allein für sich. Um 5:30 gehe ich auf, dann gehe ich die Kühe waschen. Und etwa 5:45 fange ich an zu melken. Bist du hier am Morgen, Mensch? Ja, ich gehe. Mit dem Alter ist es sowieso, dass man am Morgen weniger gut schlafen kann als am Abend. Und dann geht man auch Ring auf. Ist denn alle Milch im Eimer, ist es für die Kühe Zeit für auf die Weide. In der Zwischenzeit macht seine Frau Rösi es zum Morgen parat. 38 Jahre geht sie schon mit auf die Alp, was ihr auch wesentlich besser gefällt als im Tal. Die Ruhe, die du hast und auch eben schon die Ambiance, die Fee, die du hörst, das Geläut, alles. Es ist wirklich schon ganz etwas anderes. Die Atmosphäre schätzen auch ihre Kinder. Der Beat, der gerade nebenan eine Alp pachtet, und die Cornelia, die etwa mal helfen kommt, sitzen heute mit am Tisch. Das Morgen am Punkt 8 ist ein Fixtermin. In einem Alltag, wo es hier auf der Alp wie die Moos sonst nicht jeden Luxus gibt. Ich lebe ja nicht abgibt, dass ich mal sagen kann. Ja, nein, also das hätte ich jetzt gerne. Ich habe eine Waschmaschine hier. Ja. Bei dieser Stimmung fehlt es einem wirklich an nichts. Hofarbeit bedeutet aber, egal ob im Tal oder auf der Alp, einen Haufen Arbeit. Jetzt im Herbst sind es vor allem Holzarbeiten. Der Toni macht schon fleissig Hackpfosten für den nächsten Alpsommer. Neben aller Arbeit gibt es aber auch ganz viele wundervolle Momente. So wie heute, wenn 3 Tage vor der Alpabfahrt noch ein Kälbli auf die Welt kommt. Für einen Alpler immer wieder etwas Schönes. Die Hauptsache ist, wenn es gut geht, das ist auch nicht bei den Tieren nicht selbstverständlich. Oder? Das kann manchmal muss der Doktor kommen. Und, ist tiptop gegangen. In Fall. Am Nachwuchs fehlt es auf der Alp Wittmoos definitiv nicht.
So ist auch Ramona, die Frau von Adrian, mit den Kindern regelmässig da. Wie schon Generationen vorher, wachsen auch sie mit dem Alpleben auf. Sie werden gross mit dem, sie leben in das hinein. Sie lernen es kennen. Es ist auch ganz klar, wenn wir sagen, es ist Alpabfahrt, sie wissen ganz genau, was es ist und was es bedeutet. Und sie sind aber auch so selbstständig, dass sie auch selber jetzt sich ein bisschen zu helfen wissen und spielen etwas. Bei so vielen Eindrücken auf der Alp gehen die Tage schnell um. Schon ist es wieder Abend. Der Beat holt seine Kühe in den Stall. Gegen Ende des Alpsommers kommt langsam dann auch Wehmut auf. Und nicht nur bei ihm. Ich habe hier vor 3-4 Tagen ein bisschen weiter weg weiden. Und seitdem merken die das. Sie sind am Abend, wenn sie heimkommen, sie backen fast ein bisschen im Stall. Und auch am Morgen schauen sie einem ein bisschen blöd an. Und ich denke, sie merken es einfach so sauber. Ja. Das Leben auf der Alp. Es verlangt der ganzen Familie Emmenegger über die Sommersaison sehr viel ab, gibt aber auch sehr viel wieder zurück. Inzwischen sind die Schöpfheim schon die ersten Bauern von den anderen Alpen mit ihrem Vieh angekommen. Die Alpabfahrt ist hier inzwischen ein richtiges Volksfest und so trifft man neben den Alpler und ihren Tieren auch den einen oder anderen Jodlerchor an. Endlich ist auch für uns der grosse Moment gekommen. Wir bahnen uns mit unseren Kühen einen Weg durch Schöpfheim und werden am Strassenrand von unglaublichen 12'000 Besuchern genauestens beobachtet und bestaunt. Zusammen mit dem herrlichen Geräusch der Kuhglocke und dem schönen Wetter für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Inzwischen bin ich richtig müde und man merkt auch den Tieren an, dass sie nicht ganz so fit auf den Beinen sind wie beim Start. Nach 4,5 Stunden ist es endlich geschafft. Wir kommen auf dem Hof von Adrian Emmenegger an. Die Freude bei den Kühen ist riesig, mindestens genauso gross ist aber auch der Durst. Ja, die Kühe scheinen nicht ganz so müde zu sein wie ich, aber Durst haben sie zumindest. Benni, wie war es für dich? Ja, es ist natürlich alle Jahre ein riesen Erlebnis. Am Morgen fängt das an, oder? Geht mir gleich auf. Nachher hinten helfen im Adi. Und nachher die Kühe ziehen. Und das ist einfach, also für mich ist das auch, ich bin ja nicht ein Alpler, oder? Ich bin sonst einfach ein Bauer. Aber für mich ist das alle Jahre ein riesen Highlight. Nur schon beim Auffahren. Und das Abfahren ist natürlich ganz genial, ja. Am Schluss das absolute Highlight noch durchs Dorf durchlaufen, wo so viele Leute extra kommen, schauen, um eben die geschmückten Kühe eigentlich zu sehen. Gefreut dich das auch manchmal noch ein bisschen? Ja, das ist schon unbeschreiblich, das Gefühl. Dass, obwohl es ja selber nicht, ich sage, wenn jetzt du Säugler selber, ist auch das Gefühl noch eins fantastischer, oder? Ich denke, für einen Adi, wenn du so kannst durchs Dorf durchlaufen mit deinen Kühen, oder? Ist das schon wahnsinnig. Aber selbst für einen Helfer, jetzt so wie für mich, ist es schon eindrücklich. Ich weiss gar nicht, irgendwie, wo durchschauen sollte, so viele Leute. Und jeder könnte oder ein Haufen können die und winken und machen und föteln. Das ist gewaltig, ja, das ist schon schön. Du hast vorhin gesagt, du bist selber auch Bauer. Ja. Was hat der Tag vielleicht noch so für eine Bedeutung? Ich habe mir vorgestellt, man könnte eigentlich die Kühe auch einfach alle in einen Wagen reinpacken und runterfahren. Warum macht man das gleich, dass man so weit zu Fuss läuft und die Kühe eben so runternimmt? Ja gut, das ist einfach Tradition, die man natürlich jetzt jahrelang gemacht hat. Und es ist auch schön, dass man so eine Tradition aufrechterhalten kann. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, im schwierigen Umfeld, in der Landwirtschaft oder allgemein ist das einfach schön, wenn man solche Sachen noch aufrechterhalten kann. Das finde ich wirklich. Und man sieht ja auch, wie viele Leute das schauen können. Ich denke, in den Leuten gefällt es. Die Kühe sind sich am Verköstigen. Ich glaube, für uns gibt es nachher auch noch etwas. Und dann wird noch etwas gefeiert, Ben. Ja, jetzt gibt es, glaube ich, etwas zu essen. Und dann nachher am Abend ist es noch gemütliches Beisammensein. Ja. Danke vielmals, dass ich euch begleiten durfte. Schon recht, ja, merci auch. Erschöpft, aber glücklich stoßen wir auf einen wunderschönen Tag an. Ich bin absolut begeistert vom Teamwork, schon am Morgen früh beim Schmücken der Kühe. Wir haben sogar die Geburt von einem Kälbli miterleben. Und es war ein unglaublich schönes, aber anstrengendes Gefühl, nach 4 Stunden durch Schöpfheim zu laufen. Ja,
Adrian, jetzt sind wir hier beim gemütlichen Teil angekommen. Alle gemütlich am Essen und Trinken. Was mich besonders gefreut hat, ihr habt ganz viele Frauen dabei gehabt, heute unterwegs. Das ist ja, glaube ich, nicht selbstverständlich, oder? Ja, nicht selbstverständlich, dass jegliche Freundinnen und Frauen von uns und nachher, die dürfen sicher auch mitlaufen und es ist ja schön, die auch mithelfen. Wie wichtig ist es, dass du eben gerade so eine Gruppe dabei hast, die du weisst, die kennst, das sind Freunde, Kollegen, Familie. Wie wichtig ist das? Ja, für mich ist es sehr wichtig, dass ich diese Leute habe, die alle Jahre mithelfen. Weil die wissen genau, was sie machen müssen und denen muss ich nicht viel sagen. Und dann läuft das eigentlich reibungslos, ohne dass ich da gross muss rumkommandieren. Jetzt sind wir beim Mittagessen angekommen. Es war ein richtig strenger Vormittag morgen. Trotzdem wird ja, glaube ich, noch ein bisschen gefestet heute. Hier geht ihr nachher auch noch ins Dorf? Ja, wir tun jetzt noch zuerst fertig einrichten und dann melden wir melden. Und dann nachdem gehen wir am Abend schon noch ein Fest ins Dorf über und dann kann es einfach schon ein bisschen später werden heute. Ja, Adrian, danke vielmals, dass ich mitkommen durfte und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Winter hier und einen Tschüss. Ja, merci auch vielmals. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns den nächsten Sonntag wiedersehen. Haben Sie die goldene Sonne gesehen? Dann schreiben Sie jetzt ein SMS mit der Antwort «Unterwegs A» oder «Unterwegs B» und Ihre Adresse an die Nummer 2222. «Unterwegs» ist Ihnen präsentiert worden von Sie haben «Unterwegs» gesehen mit «Aus der Region für die Region», ein Mikrolabel für regionale Produkte.